Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Diesmal gibt es die Highlights aus dem Themenstream zu Autolodern. Der ganze Stream ist auch nochmal unten verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen, da bekommt ihr Tipps zu Autolodern allgemein, falls ihr einsteigen wollt, welche Fahrzeuge sich besonders eignen. Ja, und allgemein geht's um diese Klasse in WoT, die als eine der Königsklassen gilt und nicht einfach zu spielen ist. In diesem Video habe ich euch drei Runden zusammengeschnitten in Panzern, die ich für mich in dem Stream eigentlich erst neu entdeckt habe und die vielleicht auch nicht jeder von euch auf dem Schirm hat. Kleiner Hinweis an der Stelle noch, am kommenden Sonntag, am 3. Oktober, wird der nächste Themenstream stattfinden, nämlich zu den schlechtesten Panzern in WoT. Es wird wahrscheinlich eher so ein Meme-Stream werden, also ich will euch ja jetzt nicht erzählen, wie ihr die schlechtesten Panzer in WoT zu spielen habt, aber es wird trotzdem lustig, denke ich. Also Sonntag, den 3.10. ab ungefähr 19 Uhr geht's los. In dem Sinne, bis dahin und viel Spaß. Der ist super, sagt ihr, okay. Er schraubt meine Erwartungen gerade ganz schön in die Höhe. Okay, er braucht auf jeden Fall einen Richtantrieb. Boah, die M-Time ist ewig. Gut. Oder vielleicht sogar einen Drehmechanismus. Den habe ich gesehen, oder? Hat er nicht? Okay. Es kommt gar niemand durch die Mitte, so wie es ausschaut. Never mind. Ja, ist halt wie die halt hier Autoloder der Tschechen. Boah, schon wieder nachgeladen. What the hell? Ich kann nicht erkennen, was der macht. Ach, der steht komplett offen. Der Sidescript gar nicht. Okay. Der Zeit der Welt. Piu! Ja, ist wichtig, ne? Wenn man Zeit hat, immer voll durchzielen. Das war natürlich jetzt schlechtes RNG, dass ich den verfehle. War perfekt geaimt. Nice. Und raus ist er. Boah, geil, Mann. Ja, fetzt. Ich warte darauf, dass dieser VZ44 da schießt. Ah, wir können außen auch langfahren. Guck mal, unsere Leute da. Wie weit aufgerückt schon? Let's go. So, ich mach gleich mal Luki Luki durch dieses Fenster hier. So eine Schießscharte hier drin. Oh, so würde ich das nicht machen. Ja, okay, da komme ich nicht weiter ran, ist aber okay. Unsere Jungs muss mal aufrücken da hinten. E25 geht. Nice. Rafa. Ich lade mal auf AP. Oh, Big Boy, Leute. Oi, oi, oi. Ey, Jungs, komm. Don't do it, ES2. Lass mich in Ruhe, bitte. Let me be, please. Sir. Nachladen. Okay, hat geschossen, der lädt. Halbe Minute mit der Gun. Crew aus dem Turm ballern. Oh, Scheiße. Der Tank fetzt über, Alter. Geiler Scheiß. Warum spiele ich den jetzt erst zum ersten Mal? Gefühlt. Geht richtig ab, ey. Geiler Shit. Was ist denn los? Geil. Ich komme gleich mal an diese. Und jetzt MG-Power. Digga, das ist ein geiles Gerät. Ich habe eine runde Rente mit dem Fahrzeug gemacht. Wann? 2009? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, jetzt schön hier im Nahkampf die Heavys rausballern. Let's go. So anzuzünden.
Alter, geht das Ding ab? Er ist ins Wasser gerutscht. Geiler Scheiß. Oh, jetzt kommt hier ein bisschen was eingerückt, ne? Typisches One-Shot-RNG. Lächerlich, wie oft ich da gerade abgeprallt bin. Okay, unsere Jungs haben es immer noch nicht durchgekippt. Er packt ein! Typ. Einfach nur Typ der ELC. Mein Gott, geht das Teil ab! Ich hab gleich keine Munition mehr, du. Dies bestätigt wieder, ne? Meine Idee. Ich sollte einfach mehr mit dir fahren. Sprich, solche Stufen. Tier 6. Tier 7. Bauchklatscher. Steht doch safe da hinten drin, der M10, ne? Daumen. Schnell ist das Teil auch, ne? Durch den Turbolader. Wahnsinn. Müssten halt bald cappen, wenn die hier tatsächlich nicht stehen. Falls die hier tatsächlich nicht stehen. Die stehen hier nicht. What the fuck? Ja, der Typ kann alleine cappen. Zeit haben wir genug. Die Frage, wo finde ich die oder wie fahre ich am besten? Kann natürlich sein, dass die irgendwo im Süden da rumcampen. Kann natürlich auch sein, dass die durch die Mitte zurückkommen oder vielleicht schon auf der Einserlinie unterwegs sind. Let's find them. No. Come on, Jungs, wir haben so viel Zeit. Wir müssen noch nicht durchkippen, was soll das? Wie schnell dieser Tank ist, ist Wahnsinn. Mit so einer Feuerkraft? Bockt richtig. Oh, Langweiler. Na gut. Danke. 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 War sehr nützlich jetzt, sehr notwendig jetzt zu cappen. Ganzen Spaß freigeschalten hier. 1700 Basiserfahrung, 3500 Schaden. 3000 und 420. I like. So, der ist geil, der T71. Mittlerweile aber auch übel genervt worden, ne? Oh, der Light kommt. Gut vorbereiten. Doch nicht. Steht irgendwas, ne? Ich treffe, glaube ich, was. Ich weiß aber nicht, wen. Oder habe ich was getroffen oder nicht? Sah zumindest so aus, als hätte ich was getroffen.
Okay, ich fahre rüber auf die 1er Linie nach E1 zum Haus. Können wir vielleicht auch noch was spotten. T71 ist ein... Also er wurde genervt mittlerweile, ne? Aber er ist ein geiles Fahrzeug. Dadurch, dass man einen Autoloader hat mit 6 Schuss, ist schon edel. Birgt sehr viel Potenzial in sich. Oder, ja, soll man nicht gegenfahren. Oh, der war böse. Der TD jetzt trifft mich nicht. Hebt der mich ab? Nee, tut er nicht. Okay. Ja, mit dem Brask möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Alle useless hier. Keiner ballert auf dem Hügel, gar nichts. Das ist alles schlecht. Oh, Sniperino. Ja, Alter, ein Drittel seiner HP ausgenommen mit dem Clip, ne? Ist geil. Ist geil, sag ich euch. Zack, noch ein. Die Tiger P kommt. Straight durch die Mitte, let's go. Free Farm ist der Tiger P, so wie er da durchfährt. Hier, Schusslinie. Ich sag euch, Lighting auf Himmelsdorf bedeutet nicht zwingend, dass man eine schlechte Runde hat. Oha, das tat weh. Schwein gehabt. Hab ich gerade versucht, blind zu treffen. Okay, warten wir nach. Scheiße, jetzt kommt gleich dieser Heavy durch hier, der TNH, VZ, schlag mich tot. Oh, Boraska auch noch Full HP. Wo ist er, der Heavy? Boraska ist wissen. Ich muss mich rausziehen hier, ne? Boah, du bist nachgeladen. Okay. Warum rennst du denn weg, frage ich mich. Ich lade mal nach. Ja, aber Brask fährt gerade durch den Cap. Ganz ehrlich, der Char muss doch irgendwann auch nachladen. Fährt er hin? Ah ja, da sind sie, die beiden. Gut. Er lädt, ja. Anzünden. Boah, Alter, du übel geerntet hier. Die ISO wird hinten in der Ecke stehen, wa? Beim 50 da hinten, nicht? Wait a minute, hä? Wo ist denn die ISO bitte? Hockt der hier in irgendeiner dunklen Gasse oder was? Der Sensemann? Ja, wo soll der denn stehen bitte? Don't. No, no, no. Er hat sich für den Falschen entschieden. Ich weiß, das war dreist. Okay. Ja, Isu, ey, wie er ganze Zeit gar nicht gespottet ist und dann in den Tod fährt. Ja, Leute, ich sag euch, Autoloader, ne? Das ist halt das Schöne an so einem Autoloader-Light, weswegen die auch extrem beliebt sind. Mit einem anderen Light hättest du hier nie so viel Damage machen können. Aber mit dem Autoloader bist du halt immer noch zur Hälfte in ein Medium, der ordentlich Damage raushauen kann, ne? Bockt extrem. Macht sehr, sehr viel Spaß. 1-3.
Verzeihung. 1-3 B6P, 3,5k Damage. Top Damage mit dem 7er Light. Nehme ich. Ich habe noch keine Intuition geskillt. Das ist schlecht. Klopfen mal an. Ich nehme einen vom S-Konk, alles okay. Scheiße, oder zwei wären das jetzt in dem Moment. Ja, nicht optimal, aber da fahre ich gleich durch dafür. Ah, ich hätte gleich weiterfahren können. Habe ich ein bisschen gepennt, um ehrlich zu sein. Ui, ui, oh mein Gott. Hallo, ich bin's. Oh Leute, die Erntezeit wurde eingeläutet. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Vor allem, ich bin gleich wieder nachgeladen. Kran ist so unfair. Zwei Minuten, 3,7 oder 3,8 Damage. Der Tank ist so unfair, Mann. Hab mich jetzt gerade gepennt? Ich mache eh, ne? Schlechter Schuss, schade. Ich hab mal ein paar HP, das passt. Bei uns, kick. Lad mal nach. Ja, letztendlich glaube ich, früher oder später werden unsere Jungs die andere Flanke gewinnen. Und dann können wir hier über die Mitte spielen. Einfach schauen, dass ich meine HP zusammenhalte, beisammenhalte. Ich könnte auch darüber fahren, ne? Ist auch eine kranke Position da drüben. S-Konk erntet ja einen nach dem anderen. Leute, lasst euch mal bitte nicht ernten. Die haben auch noch einen 50B, aber voll HP. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht gerafft. Da ist er. Alter, wird mich jetzt rausjodeln. Alter, was für ein Luck bitte hast du? Help. Nee, doch nicht. Sweet Johnny Boy, T95, wow. Hippity Hoppity. Deine HP sind jetzt meine Property. Never mind.
schon ein bisschen ungeheuer, oder? Kran hat mich gesehen, Mist. Aha, HP, links sind alle rübergefahren, gut. Er hat einen Lack, der Udus. Wahnsinn. Hibbidi hobbidi. Clip müssen wir noch machen für die 10k, ne? Aber ich kann mich gleich oben drauf stellen. Die Su hat andere Probleme, glaube ich, gerade noch. Nein! No! Oh, die Su kann den Schuss noch rausbringen. No! Wie schade. Und der E75 fährt weg. Aber Leute, ey, wie... Können wir ja kurz mal innehalten und drüber sprechen, wie brained diese Runde war. Ich stand die ganze Zeit an der Ecke und boom, 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 nachladen, boom, 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 nachladen. Ganz ehrlich, dieser Kranwagen hat nichts im Spiel verloren, so wie er ist. Überhaupt nicht. Absolut gar nicht. Er hat alles, was man braucht. Turmpanzerung, Gun Depression, Autoloader, Alpha-Schaden, DPM, Gun Handling. Hab ich was vergessen? Mobilität. Ja. Es ist Wahnsinn. Komplett over the top, dieses Fahrzeug. Oh. Ich hoffe, dass er genervt wird, wirklich. Der HCWG einfach viel zu gut gemeint. Und dann noch mit Bond Turbo ist das Ding halt einer der mobileren Heavys.